Oh yo yo yo, hallo und herzlich willkommen bei Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Und ja, jetzt sind wir schon im Riesengletscher. Und ja. Und wir sagen, sorry wegen der Unterbrechung. Ich wurde halt mal angeschrieben auf Facebook. Und ja. Mystery Dungeon Portal in Endlichkeit, wie gesagt. Riesenklötzer, los geht's. U2, Nigeo-Schlucht sind wir noch. Stimmt. Schnellspeicherdateien sind gelöscht. Hier geht's nicht weiter. Ein Lindfurt. Donnerschock. Elektrowald. Geschützt. Elektrowald. Okay. Besiegt. Geht doch. Donnerwelle. Elektrowald. Okay. Wir lecker mal. Ruckzucki. Und ja, wir sind. Schwere Sackgasse, also. Den ganzen Weg wieder nach oben laufen. Und hier gibt es auch viele in den Fuß. Ich hab, weiß gar nicht, was das für andere hier gibt, außer den Fuß. Und eine Box, eine Glitzerbox. Glitzer, Glitzer. Da rechts. Wieder ein Info, also. Besiegt ein Schatzsamen. Wirf Schatzsamen auf den Gegner. Ja gut, dann vermindert es was von ihm. Ja toll, es ist ja super effektiv. Da rechts geht's lang. Ja. Und Garnuwil gibt's hier auch. Und ich gehe mal einen Schritt zurück. Der Garnuwil macht ja meinen Pika fast alle. Ja, kämpf mal schön. Habe ich keine Singlebeere? Doch. Die Treppe ist nirgends in Sicht, also. Garnuwille. Elektroball, Zuckib, Zuckib und gut. Und hier die Treppe zum U3 in der Geoschlucht. Der Geografie-Schlucht. Die nächste Treppe. BTF, das sind ja noch zwei, drei Viecher. Es wird Donnerwelle. Boah, ich bin verarscht. Mach du das mal schön. Otti, du hast es drauf. Komm, Otti. Los, Otti.
und Otti, die Garnovils haben sich verkrochen. Wo auch immer. Ein Schatz sammeln. Und da ist ein Garnovil. Wahrscheinlich das von vorher. Gut. Super gemacht. Otti. Geht mal alle drüber. Weitergehen U4. Und da ist auch gleich die nächste Ding. Die nächste Treppe hier. Mein Top-Elixier ist noch da und ab ins U5. Fleck 0. Schickt ein telepathische Ding in den nächsten Bonusgang. Wie sieht man eigentlich diese blöden Bonusgänge? Wisst ihr das? Ich glaube, ich habe euch schon mal gefragt, aber schreibt es bitte in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Rock zu keep. Ja doch. Eine leichte Box. Zumindest nicht so schwer zum Tragen, das ist gut. Was mich interessieren würde, wer trägt eigentlich den Beutel? Den Abenteuerbeutel. Hui. Muss ja eigentlich irgendwer tragen. Bodycheck wurde aufpoliert. Das ist gut, weil Viridium kann ja Bodycheck und ja. Die Teamattacke ist möglich nun. Aber naja, noch ist nicht an der Zeit, würde ich sagen. Er besiegt es halt, ja, geht doch. Wenn ich ein großes Viech sehe, das ich denke, dass ich oder eine mehrere in einer Reihe sehe, die ich nicht so leicht besiege, dann setze ich die Teamattacke ein. Wie mit den Garnovils vorher. Mann, es gibt ja doch Türen. Ich dachte, da gibt es keine Türen. Habe ich da einen Schlüssel dabei? Mist, doch, da ist er. Nee. Fuck, habe ich ihn echt da gelassen. Ach, Mist, mich blöd. Aber schwarze Schlüssel habe ich nicht. Mist. U6. So. Ein Toxipet. Und ein Linfu. Donner Schock. Und Kalklinge von Otti. Und ein Aqua Knarre und gut, weg ist Linfu. Ein Garnovil. Rockzuckieb. Und hier ist die Treppe. U7. Schutzschild, dann setze ich das Ding ein. Donnerwelle. Quarknarre besiegt. Und jetzt sind mehrere hintereinander. Ich würde sagen, Zeit für die Teamattacke.
Garnevil wurde besiegt, Garnevil wurde besiegt. Hm, nicht schlecht. Und den hat es nicht getroffen, oder wie? Ja, klar. Level von Dummiesel ist auf 19 gestiegen. Was? Der ist höher als Pika? Ich glaub's ja nicht. Was geht denn da schief? Eine neue Attacke gibt's. Und die Kraft für Walzer würde ich vorschlagen. Ja. Oh, die Statuswerte seht ihr im nächsten Part. Tschüss.